Kommst du im Wohnzimmer? Ich komm im Wohnzimmer. Mama, nimm halt drei durch. Wollte halb drei aufstehen, Mama. Ich denke, wir wollten halb drei aufstehen, hast du gesagt, Mama. Guck mal nach der Uhr, Mama, wir haben halt wirklich halb drei durch. Du wolltest das Wohnzimmer einsetzen, Wohnzimmer aus, auf wie aufpassen, Mama. Hey Mama, die ganzen Leute sind wach geworden davon, grad. Komm mal her bitte, im Wohnzimmer, aber ganz schnell. Mama.
Nein, das gerade mitgekriegt, die ganzen Leute sind wach geworden davon. Die ganzen Leute werden jetzt davon alle wach. Mama. Hast du gehört? Hast du gehört? Komm jetzt bitte. Das denn? Ist das eine Straße oder was? Was ist das? Mom, komm mal bitte im Wohnzimmer. Kommst du bitte jetzt im Wohnzimmer? Bitte, Mama. Kommst du jetzt bitte im Wohnzimmer, Mama? Mama, komm bitte im Wohnzimmer. Sei bitte anders drauf zu mir, ja? Kommst du bitte jetzt, Wurzel, du musst auf mich aufpassen, Mama. Was denn jetzt schon wieder? Du wolltest auf mich aufpassen, Wurzel, hast du gesagt. Kommst du jetzt ins Wohnzimmer? Mir passiert nichts, die Blitze sind weit weg. War das die ganze Zeit gewesen, wo wir nach dem Mond gucken wollten? Bei dem Gewitter? Ja, sicher, die ganze Zeit schon. Ich denke, wir haben es mitgekriegt die ganze Zeit. Aber wie viel Uhr war das denn geblitzt? Wir haben jetzt Viertel vor zwei durch. Seit 1 Uhr? Ich bin gerade erst um 1:30 wach geworden. Entschuldigung, ich bin gerade 1:40 wach geworden. Seit 1 Uhr war das Gewitter da. Bei dem Knall. Du Scheiße. Nee, Viertel vor 1, richtig?
Nee, warte. 0:45 Uhr haben wir nach dem Mond geguckt, richtig? Stimmt, da kam die Wolke ja schon. 0:45 Uhr, richtig? Richtig? Ja. Es hat gerade gerechnet, hast du gehört? Es hat gerade gerechnet, hast du gehört? Ja. Hast du gerade den Regen gehört? Ja. Hast du gerade den Regen gehört? Ja. Stimmt, das sind die Wolken, die ich vorhin gesehen habe, von links. Stimmt. Wo ich nach dem Mond gucken wollte, 1:15, richtig? Ja. Wusste ich, gestern Gewitter war? Nein. Dann bin ich eingeschlafen, bin ich jetzt um 1:30, 1:40 wach, zwischen 1:30 und 1:40 aufgewacht. Na, die ganzen Leute sind davon wach geworden, Mama. Die ganzen Leute wurden davon wach. Mama. Ja, das weiß ich. Die Nachbarn sind sowieso wach geworden. Das weiß ich alles. Mensch. Du weißt ja, wen ich meine. Ja. Wo du vorhin gesagt hast, ich soll mal ruhig sein. Richtig?
Mom, komm mal schnell kurz, der Mut ist da. Komm mal schnell. Weiß ich. Wo weißt du das denn? Du sollst kurz auf den Balkon rauskommen, mehr nicht. Und woher weißt du das? Woher? Weiß ich nicht, nein. Da wo der Mond ist, klärt sich jetzt auf. Das sind vereinzelte Wetterleuchten, sind das. Mit Donner dabei. Woher weißt du, dass der Mond da ist? Woher weißt du das? Seit wann? Von wo aus vorher gesehen? Wo ist denn vorher ausgesehen? Von wo aus? Von wo hast du vorher gesehen? Von Schlafzimmer oder vom Balkon aus? Ja, was denn nun? Von Schlafzimmer oder vom Balkon aus? Hast du nicht gesagt, da wäre keiner? Hast du nicht gesagt, da wäre kein Mond? Mama? Ja. Hast du gesagt, da wäre kein Mond? Hast du nicht gesagt, da wäre kein Mond? Mama? Ich denke, du hast den Mond gesehen vorher. Mama. Und wieso hast du vorher behauptet, da wäre kein Mond? Was? Wieso vorher behauptet, dass da wäre kein Mond? War das Spaß? War das Spaß? War das Spaß, Mama? Sei doch mal anders drauf zu mir, ey, ja? Hab dir nichts getan. Sei mal anders drauf zu mir, Mama. Was? Sei doch mal anders drauf zu mir. Ich hab gesagt, du sollst mir mit Mondaufgaben Bescheid geben, Mama, hab ich vorhin gesagt. Mama. Wegen dem Gewitter, richtig? Deshalb, weil der Mond bei dem Gewitter zu sehen war, wie üblich. Aua, meine Augen. Wieso hast du mich nicht um 1 Uhr geweckt, wie das losging beim mit dem Gewitter? Maus. Wieso du mich um 1 Uhr nicht geweckt hast mit dem Gewitter, bis es losging? Was? Wieso interessiert dich das nicht? Was soll der Scheiß jetzt? Wieso nicht? Du meinst, weil es extrem war? Du meinst, weil es extrem war? Hallo? Weil es extrem war, richtig.
Mama, kommst du bitte kurz? Maus? Ich dachte, ich darf dir was zeigen. Wenn du wieder so bist zu mir, das ist weg, Mama. Nein, das ist weg, ist hier halt Mond. Links ist der Mond zu sehen. Kriege ich sowieso nicht richtig drauf. Was? Ja, da hinten ist noch ein Blitzen, das ist recht. Weißt du, ich find scheiße, dass von dir, dass du jetzt wieder scheiße bist, Mama. Wie sag ich dir, was komisch ist? Der Himmel ist teils bewölkt, teils. Ich sehe teils blauen Himmel da oben, wirklich. Was? Ich sehe teils blauen Nachthimmel, ja. Aber das ist wieder, ne, so bist. Echt. Achso, in der Straße war gerade der Blitz eingeschlagen, hast du vorhin auch gesehen? Ja. Was? Ja. In der Straße war der Blitz eingeschlagen, hast du auch gesehen? Ja. Ja, wenn du jetzt wieder so ankommst, Baba, bei dir. Weißt du, dich kann man heute vergessen, echt. Mit dem Himmel, weißt du das? Kannst du bitte linke Halsseite einkreben mit der Schmerzsalbe? Kannst du bitte meine linke Halsseite einkreben mit der Schmerzsalbe? Hals. Weil ich jetzt gerade merke, der Himmel wird sternklar. Nee, eigentlich nicht.
Es kommt von links wieder was. Was ist das denn für ein Punkt da oben? Durch die Gewitterwolke, was ist das denn für ein Punkt? Bloß ein Auge kann ich den Punkt nicht erkennen, aber vom Handy kann ich es erkennen. Scheint UFO zu sein. Guck mal, Kirchenfenster, Blitz ist auch normal. Kirchenfenster ist auch am Blitzen, habe ich gesehen. Guck mal, Küchenfenster ist am Blitzen. Guck mal, Küchenfenster ganz schnell. Willst du am Küchenfenster gucken? Da ist eine Ruhe. Da siehst du auch Jupiter hochkommen. Warte. Ja. Achso, am Küchenfenster. Achso, jetzt weiß ich warum. Du hast den Mond am Küchenfenster gesehen, richtig? Ja, jetzt verstehe ich es. Oh, Mann. Jetzt ist das so gleich, ey, du. Aber ganz rechts ist der Mond auf Küchenfenster gesehen, ganz rechts, richtig? War dein Rot aufgegangen? Wie rot war der Blut? Du wirst mir die Finger bluten tun? Du wirst mir die Finger blutet? Du musst laut sprechen, weil du drin bist, versteh dich sonst nicht mehr. Es sind andere Leute wach bei den Gewittern, ne? Die sind alle erschrocken. Das kam vom Warstein, richtig? Ja. Dann hast du zum Küchenfenster schon gekommen, gesehen, wie der Mond aufging? Ja. Wie viel Uhr war das? 12:30, wieder vor 1? Ja. 1 Uhr? Ja. Nee, 12:45, 1 Uhr, ne? Ja. So, 12:30, 12:45, 1 Uhr, ne? Ja. Du hast ja den blutroten Halbmondaufgang gesehen im Küchenfenster, richtig? Ja. Und da kam die Gewitterwolke vom Warstein.
Richtig? Und da kam die Gewitterwolke vom Warstein, wo du den Halbmondaufgang gesehen hast, den knallblutroten Halbmondaufgang gesehen hast. Da hast du die Gewitterwolke vom Warstein kommen gesehen, Mama. Du warst da schon am Blitzen gewesen, heftig, mit einem Knall dabei, mit lautem Knall dabei. Hat auch laut gerummelt dabei. Boah, das ist das, was ich vorhin gehört habe in meinem Traum, mein Schlaf. Halb eins habe ich geschlafen, Viertel vor eins. Na, ich habe halb eins, Viertel vor eins geschlafen, bin erst um halb zwei, Viertel vor zwei wach geworden, Baba. Wie das hier schon losging, ey. Und rechts wird auch schwarz. Hier am Balkon über uns ist der Himmel frei. Das sind Sterne, Mama. Hast gehört? Über uns am Balkon sind Sterne zu sehen. Ist der Himmel frei, ganz kurz. Aber von rechts wird schwarz. Von rechts bei der Autobahn wird gerade schwarz und links wird auch schwarz. Kommen Gewitterwolken.
Ruhestelle Lärm um 2.18 Uhr. Bei Gewitter bei Halbmondscheinung. Heute Morgen in Meschede. Jetzt sehe ich das Ufer schon wieder herum. Das ist hier das Ufer da oben.